Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Life is Strange. Wir müssen jetzt erstmal die Charaktere und die ganzen Sachen hier durchlesen. Ich werde Frank nie vergessen. Schon allein, weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf den Radar eines Dealers aufgetaucht? Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert. Wie ein wenig Zwielicht erwirkte. Was? War ich schockiert, wie wenig Zwielicht erwirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher einer Mülltonne zu hausen. Was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer, um meine Kräfte zu Chloes Belustigung auszutesten. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingung, Aura, Energie, was auch immer, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück, also hätte er ihr wohl nichts angetan. Aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht. Lachhaft. Zum Glück ist niemand geendet wie in Reservoir Dogs. Und Frank ist noch weniger furchteinflößend als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug aus welchem Grund auch immer eins von Rachels Armbändern. Also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptverdächtige. Okay. Das hatten wir. Und ich dachte, aufgedrehter geht nicht. Chloe nahm mich mit in ihr Versteck, den Schrottplatz. Perfekt für Halloween. Hier verrosten und verrotten die Autos und gerät Geister Acadia Base. Eine Orgie der vorstädtischen Dystopie. Aber anstatt coole Fotos zu schießen, verlangte Chloe, dass ich affige, aber irgendwie auch lustige Pistolentricks mache, bis der Typ, dem Chloe Geld schuldet, auftauchte. Ein zwielichtiger Kerl namens Frank. Chloe sollte ihm sein Geld geben oder sonst. Er war nicht der erwartete Kredithai, aber hatte eine miese Aura. Ich sehe immer noch nicht, wie meine beste Freundin an... Ich sehe immer noch nicht, wie meine beste Freundin an so einen Loser wie Frank geraten konnte. Ich hätte ihn fast erschossen. Er zog ein Messer und ich kam mir vor wie in einem Traum. Ich erinnere mich nicht, auf ihn gezielt zu haben, aber mein Finger berührte den Abzug. Gott sei Dank war keine Kugel mehr übrig. Ich hätte zurückspulen können, aber mein Kopf tat schon weh. Wer weiß, ich kann nicht erwarten, dass meine Kraft immer einsetzbar ist. Ich weiß nicht, wie sie funktioniert oder wie lange. Sie ist nicht selbstverständlich. Ich weiß nur, ich fasse nie wieder eine Waffe an. Nach dieser Epoche des Dramas ging Chloe und ich bei den Galeisen im Wald spazieren. Wir brauchten beide eine Auszeit und da taten die Geräusche der Natur echt gut. Ich war immer noch vom Treffen mit Frank schockiert und obwohl Chloe tough tut, konnte ich sehen, dass es sie auch mitgenommen hatte. Sie erzählte mir alles über Frank, was die versuchte Erpressung Nathans erklärt. Mich schockiert, wie das Mädchen, mit dem ich früher SpongeBob Schwammkopf sah, an so üble Gestalten geriet. Trotzdem fühlte ich mich mit ihr sicherer und war froh über den ruhigen Moment. Es war wohl nicht die beste Idee, sich auf die Gleise zu legen und über das Leben zu sinnieren. Chloes Bein steckte fest, gerade als ein Zug auftauchte. Selbstverständlich war ich woanders, fotografieren. Und dann hatte ich eine weitere Tornado-Vision. Ich konnte ihn sehen, fast fühlen, wie er den Himmel zerriss. Mein Kopf stand kurz vorm Explodieren, wie in Scanners aus den 80ern. Die Vision war so schnell weg, wie sie kam. Vielleicht verdränge ich die Bedeutung eines apokalyptischen Bilds. Dann hörte ich Chloe um Hilfe schreien. Ich hätte mir fast in die Hose gemacht. Ihr Fuß steckte im Gleis fest und natürlich näherte sich ein Zug. Ich war recht stolz, dass mir eine drastische, um nicht zu sagen zerstörerische, Methode einfiel, Chloe zu retten. Mal wieder. Aber für den Fall, dass dieses Tagebuch in die falschen Hände gerät, bleibt es unser Geheimnis. Nach unserem morgendlichen Abenteuer setzte Chloe mich am Campus ab. Sie war so lieb und meinte, dies sei die beste Woche ihres Lebens, trotz allem. Das machte mich mega glücklich. Chloe glaubt wirklich, die Welt gehört uns. Aber was, wenn ich meine Kraft nicht hätte benutzen können, um sie vom Gleis zu holen? Chloe muss ihre Erwartungen runterschrauben, genau wie ich. Ja, bin ich auch der Meinung. Ah, Mann, ey. Erstmal noch die Trophäe angucken und dann mit... Black Wolf sure takes its swimming seriously. But otters are cute. Go otters. Zachary reden. Zachary always looks like he's ready to throw a football. Hello, Zach. Sup, Max. It's weird to not see you without your camera.
I'm always taking pictures with my eyes. I bet. As long as you don't talk to everybody about all that shit with the sext and Victoria. I won't. That's what Victoria wanted. Yeah. I noticed she kind of set up her own drama, even if it fucks her over. Weird. She doesn't have to, though. That's what I don't get at all. When she's hot, rich, talented, what more does she need? Anyway, see you at the game Friday, Max. Yo. Desperate much? We're already here. Die Welt gehört euch! Die Blackwell Academy ist nicht nur ein Hybrid-College, unsere einzige und einzigartige und in aller Welt geschätzte Fakultät interessiert sich für eure Probleme. Sprich noch heute mit einem Berater. Das kann ich irgendwie nicht so ganz glauben. Aber okay. I'm going to find out what happened to you, Rachel. Hello, climate change. Does anybody believe this shit? Sei kein Loser! Hier geht die Party, verpass es nicht. Donnerstag, 10. Oktober. Vortex Club Weltuntergangsparty! Yeah. Alles klar, mit dem kann ich nicht reden. Oh, ich kann diesmal nicht mit dem Hausmeister reden. Was? Das ist echt doof. I should go and see what I can learn. Globale Warnung! Anormaler Schnee! Der gestrige, einzigartige Schneefall ist ein weiteres Signal des Ökosystems, dass der Klimawandel kein Mythos ist. Diskutiere mit anderen Blackwell-Schülern und Mitgliedern des Lehrkörpers in einer Campusversammlung, was du tun kannst, um eine zweite Eiszeit zu verhindern. Blackwell Wissenschaftssaal, Montag, 19 Uhr. Okay. If I was normal, I'd be super excited about going to a major shindig. Ja, das ist ja die Flyer für die Dings. Plakate. Hatten wir auch schon. Join us. Or die. Or die. Stirb. Courtney will do anything for Victoria in the Vortex Club. Hey, Courtney. Ciao, Max. No photos, please. I have to come up with a guest list for a Vortex Club soiree. Really? Oh, like you care. I'm not anti-soiree. You seem anti-fashion, though. A Vortex Club party has a strict dress code. Do you even have a dress? Sorry, but nice try. Was ist, wenn ich Nein sage? Ups, habe ich jetzt? Ja, habe ich. Hey, Courtney. Really? Oh, like you care. I'm sure the Vortex Club has a dress code. As you can see, I would need your advice on what to wear. Thanks, Max. I didn't think you noticed high fashion. Tell you what, I'll put you down on the guest list, and before the party, I can give you some tips. Cool. Thanks, Courtney. I'll send you the party info later. Back to the list. Nice. So you can almost shoot somebody on Monday and party on Friday? Prescott power. Die Prescotts, ey. Was ist das nochmal? Trevor, stimmt. Trevor hieß er. Trevor surveys his domain. Okay. Good thing I left my AK at home. So ganz stumpf. Now why would Frank Bowers have your bracelet? I should feel lucky to be here. Blackwell Academy, unsere Vergangenheit, eure Zukunft. Seit dem 18. Jahrhundert ist die Blackwell Academy stolz auf ihre einzigartige Stellung in den akademischen Künsten und Wissenschaften. Wir fühlen uns geehrt, dass ihr hier euren Beitrag leistet. Alles klar. Das ist sehr, sehr toll. If my tornado vision came true, it would be the end of the world. Das stimmt natürlich irgendwie. If only I knew what David Madsen was really up to. Das wäre wirklich interessant zu erfahren, so. I know things got a little heated yesterday in Chloe's room. Was that really your reefer? No, it belonged to a friend of mine. Are you gonna bust me now, Mr. Madsen? Even I'm not that much of an asshole. And I am sorry about yesterday. I was wrong, but upset. Cannabis is not a big deal to you.
but it has been to Chloe. You're a combat veteran. She's no threat to you. If I didn't care about her, I wouldn't care at all. When I was her age, I was out raising a lot more hell. She's better than that. All you kids are. So is Kate Marsh. What about Kate? You stepped between us at a pretty bad time. She's another matter entirely. Kate hasn't done anything wrong. Max, this isn't just about Kate Marsh. My concern is for the safety of all Blackwell students, including you. That'll take more than surveillance cameras. It will take more than Ms. Grant and her petition to find missing students. Isn't that your responsibility as head of security? Unless you know something about Rachel Amber that nobody else does. I don't want to fight with you anymore. I don't want to fight with anyone anymore. That's all, Max. Okay. Es gibt mir dann doch nochmal eine andere Sicht auf den Boy irgendwie. Hallo, meine Hübsche. Ich bin im Sci-Fi-Labor, jetzt. Ich bin nicht Schrödingers Katze. Hallo, meine Hübsche. Oh, das ist ja schon niedlich, ne? I could go see Warren playing Mad Scientist in the lab. Hatte ich hier nicht gerade irgendwie... Nee, okay. Ja, das ist... Oh, das ist schon irgendwie niedlich, ne? Luke is always using the phone as a shield to avoid people. I saw Victoria and her friends shopping for the party. That reminds me. I really hope this jackass will use protection next time. Juliet is laying the smackdown on Zachary. Das ist das Science-Dings, ne? Ja, okay, dann kann ich ja hier nochmal... Da ist Warren, alles klar. I wish I could bring a mini Warren with me to my science exams. Auf in die Zukunft! Die Blackwell Academy glaubt, dass die nächste Generation der Visionäre sowohl die Künste als auch die Wissenschaften studieren sollte, um ihr Talent und ihre Bildung auszubauen. Unsere Lehrkörper und unser Curriculum zählen zu den vielfältigsten weltweit. Deine Zukunft beginnt hier. Okay. Hallo. Miss Grant is so cool and smart. She defines the word teacher. Hi, Miss Grant. Funny, I was just thinking about you, Max. Thanks again for taking a stand against camera surveillance here. Every signature counts. How is your campaign going? You signed the petition, now it's your campaign too. Thanks for stepping up. More people would rather send a text than sign a petition. That's how they keep us all distracted. Nobody will notice cameras on every square foot. I know. I really hope you keep those cameras from taking over Blackwell. Max, with students like you, we sure will. I'm just thinking about all the autumn photos I want to take. Oh, this is my favorite time of year. I do love the season change. This whole campus is a visual delight. I know Mr. Jefferson loves to shoot around here. You must like photography. I do, but I'm certainly no artist. I'm all about the science. You can't debate numbers. I have to say, it's not quite autumn enough yet. What about that snow yesterday? What's your scientific explanation? Our climate is moving beyond explanation. Of course, some of the tribes here might see it different. I'm sorry, Miss Grant, but I have to get going. Go on, Max. We'll talk again. Real soon. Okay. Haben wir noch irgendwas Cooles zum Angucken? Ich habe übrigens noch... Welche Fotos muss ich noch machen? Irgendwie am Fenster und hier in diesem Science-Dings. Okay. Da Vinci was a boss. Wissenschaft ist Kunst und Kunst ist Wissenschaft. Yeah. I bet if I touch the glass, all these creepy sea critters will pop up. Berühren. Think, big brain, think. Or nothing will happen at all. Aww. This can't be that hard.
Bring me the brain, Igor. Hiervon muss ich doch locker ein Foto machen, oder nicht? Von der Seite? Und Warren? Nö. Geh dann nicht. Gucke ich mich aber noch weiter hier um. Wonder why they don't use real skeletons. Alles klar. Ja, hier kann ich nichts machen. Ich kann auch mit Brooke sprechen. Brooke always kind of pretends like I'm almost not there. Why? Howdy, Brooke. Hi, Max. Making your daily rounds? How is your drone? Miss Grant busted me flying it over the parking lot. She's all jacked up about surveillance bullshit. Like I was spying on Warren's new car. You already planted a GPS on him? I borrowed the one he has on you. I hate to hit and run, but... Don't let me get in your way. So long. Okay. Gut, dann reden wir jetzt mit Warren. There's Mr. Wizard hard at work. Hey, Warren. Are you okay? You look thoughtful yet confused. Maxwell Silverhammer. Perfect timing. I need help with this chemical experiment. Asking me for help means you're screwed. I have to add either a bit of potassium or sodium. It's up to you to decide, Dr. Max. Natrium. I have a vision. Godium. Godium? That's the worst pun I've ever heard. Yet Max has spoken. Sodium it is. Damn, zip, nothing, nada. Moment, kann ich jetzt nochmal mit ihm sprechen? I give up. Okay. Dann bitte. Hey Warren, are you okay? Maxwell? Asking me for help means you're screwed. Oi. Have that either a... I'm not sure why you're letting me decide your fate, but go potassium. Potassium it shall be. If this works, you get a free hug. Ooh, umarmung. Weird science. Yes, I am a scientist. Fuck. Bring me the brain, Igor. Yes, I am a scientist. Fuck. That's a minor fail. Hey, wo ist meine Umarmung? Geht dann nicht. Gut, So you can't help me? I'm trying, but you have to understand my position. What? Kid? You don't understand mine. Nobody does. Kid? Please, leave me alone. Okay. Yes, this poster must stop bullies dead in their tracks. Wow. I love how Evan is so above the Vortex Club and everything else. Yo, Maxwell Smart. Talk later, cool? Okay. I shouldn't be so stingy with my blood. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal, ne? I wish you and Chloe had run away earlier. So, mit dem... Mit Je- oh! Mit der- oh, warte, was? Mr. Je- Kate oder Mr. Bitter- Irgendwelche Probleme mit Mr. Jefferson. Excuse me, Max. Can you come over here? Sure. You look worried. Is everything okay? Just between you and me? I'm worried about Kate Marsh. That's no secret. Word on the street is that you and Kate had a little confrontation with our security chief yesterday. I stepped in between David Madsen barking all up in Kate's face about something. She doesn't deserve that. Of course not. Mr. Madsen isn't the most gentle soul. Do you have proof he instigated the situation? My word isn't good enough?
The one time I choose not to take a picture. Always take the shot. My number one rule of photography. And Max, I promise this matter is being discussed by the faculty. I assume you know about this viral video? Kate is freaked out by all of this. She can't do homework while she's being tormented on a daily basis. What if Kate brought this on herself? She means well, but maybe she doth protest too much. She seems like she's holding back the truth. Have you talked to her? Yes, I talked to her on the phone today. She needs friends and support now. I just don't want Kate Marsh to become the next Rachel Amber. Rachel Amber? What does she have to do with Kate? With all her missing persons posters around, it's hard not to think of her. I miss Rachel too. But think about yourself, Max. Principal Wells told me about what you said happened in the bathroom. It did happen. Nathan Prescott had a gun in the girls' bathroom yesterday. This is a serious accusation, Max. So you don't believe me? I would never make something like this up. I hope so, Max. But it's easy to point fingers. If Mr. Madsen claims you might be a pot dealer as he did, should I believe him? Listen, should I... Excuse me, Max. Hello? Yes? Hold on. I have to take this, so just go into class and I'll be there soon. Yes. Was wäre passiert, wenn ich normal mit ihm geredet hätte? Aha. Halt, einfach nur ihn angesprochen hätte. Muss glaube ich schon wieder niesen gleich. Oioioi. Okay, Leute, aber wir beenden jetzt hier erstmal den Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.